Hallo. Ja, hätte ich nur gesagt später, dann hätten die Leute nach 5 Minuten gesagt, wo bist du? Außerdem wusste ich nicht, wann ich komme. Hallo Daniel, hallo Jay, hallo Tempelritter, hallo Husky, hallo Versi, hallo Hannes, hallo El Mucho, hallo G-Heck, hallo A-Aaron. Sorry, nervt dich das, wenn ich das so sage? Hallo Sandwich-Katze. Hallo Marco, ich höre den Sound, bevor ich dich schreiben sehe. Gehört es so? So, ich warte noch auf einen wichtigen Anruf. Mein Handy ist laut gestellt. Hoffentlich werden wir bald einen Brüpp hören. Aber ja. Guten Tag, Ihre Minderheit. Ja, ich bin die Minderheit. Ich bin hier die Minderheit im Stream. Der Streamer. Hallo Kaisers. Hallo Mauri Kuhn. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir zurzeit im Stream tun sollen. Denn alle Projekte sind fertig. Ich muss alle Projekte, was heißt alle Projekte? Das eine Projekt. Gen 4. Ist das der neue Pokémon Startscreen? Nee, der ist nicht neu. Und deswegen leveln wir heute Arceus. Ich habe gestern ein paar Sachen ausprobiert. Und das ist nicht so einfach mit mal eben eine Nacht liegen lassen. Hallo Schrick. Das ist nicht so einfach. Ich bin letzte Nacht mit einem Gummiband und einem Taschenmesser auf der B-Taste ...14.000 Schritte gegangen. Von gestern, ich würde sagen, 20 Uhr bis heute früh um 12 Uhr. Das heißt, 14 Stunden sind es? Nee, 14, 4, 16. 16 Stunden. In 16 Stunden ist der 14.000 Schritte gegangen. Warte, ich hole nochmal den Rechner raus. Ich habe das nämlich getestet, was am schnellsten geht. Und 6 Schritte. Ich bin immer 6 Schritte gegangen. In einer Minute waren das 120 Schritte. Eine Minute 120 Schritte. Heißt, in der Stunde schafft man 120 mal 60. Das sind 7200 Schritte. Und dann war ich, glaube ich, eben 16 Stunden hat es gelaufen und dann sind wir bei 115.000. Hä? Warum bin ich bei 14.000? Ich habe das getestet. Ich bin pro Minute 120 Schritte gegangen. Habe ich mich verrechnet. 120 mal 60 ist eine Stunde. 7.000 Schritte in der Stunde. Es waren niemals 7.000 Schritte in der Stunde. Hallo Carmine. 7.000 Schritte in der Stunde. Ich hab's auf Video. Ich habe 120 Schritte die Minute gemacht. Wie lange habe ich das gestern gemacht? Ich habe das um 20 Uhr angefangen ungefähr. 20 Uhr bis heute 12 Uhr sind 4 plus 12, 16. 16 Stunden. Counter startet neu, wenn er über 999 geht. Also in BDSP nicht. Macht er das hier? Mal 16 sind 115. Das würde stimmen, weil ich bin bei 14. Das heißt, er ist über die 99 drüber gegangen. In BDSP wird der nicht resettet, 100 Pro. Da steht dann 999999, so lange bis du C drückst. Okay, dann bin ich nicht 14.000 Schritte gegangen, sondern 115.000. Hallo Phil. Und hi Lemmy.
Also BDSP startet der nicht neu. Krass, warum haben die das in BDSP? Weil es hat mich immer genervt, dass der in BDSP nicht neu startet. Hey Shelminator. Miku, dankeschön für 35 Monate. Dankeschön, Miku. Das heißt, ich bin letzte Nacht 115.000 Schritte gegangen. Okay. Jetzt ist die Frage. Haben Knackrack und Arceus zufällig, Panfern und Arceus zufällig ein Ei gemacht? Nein. Jetzt ist die Frage, wie viel Level es dadurch gekriegt hat. Laut meinen Berechnungen sollte es 2 Level gekriegt haben, glaube ich bloß. Von der Rechnung wird es hinkommen, ja. Aber wir sehen es jetzt gleich. Entweder 0 oder 2 Level, glaube ich. Wie in deinem Pokémon fragst du. Arceus ist um 4 Level gewachsen. Panfern ist um 7 Level gewachsen. Möchtest du dein Pokémon wieder an dich nehmen? Ja. Arceus, Level 87. Okay. 4 Level lohnt sich schon eher. Aber dafür, dass die ganze Nacht ein DS lief und ein Knopf, 2 Knöpfe die ganze Zeit gedrückt wurden. Ach, der Verschleiß. Der Verschleiß. Fjordian hat die 60 Monate geknackt. Unglaublich. 60 Monate. Hallo Dan. Fjordian, vielen Dank für 60 Monate. Ich habe gestern einfach 3 Level gelevelt, indem ich im Überlebensareal die 3 Arenaleiter besiegt habe. Einmal am Tag kann man 3 herausfordern. Und jeder Kampf hat mir ein Level einfach gegeben. Das war auch nicht schlecht. Jetzt wird wahrscheinlich mir ein Kampf nicht mehr ein Level geben. Der gibt einem sau wenig, obwohl es der letzte ist. Und am besten ist es, wenn die da ist, die einen Hytera hat. Aber hier hat, glaube ich, keiner einen Hytera. Deswegen, ich besiege die jetzt, kriege dadurch noch wahrscheinlich 2 Level oder ein Level. Und dann suche ich Sonnenbonbons. Oh, da oben steht noch jemand. 4 sind heute da. Es können mehr als 3 da sein. Hat die einen Hytera? Vielleicht hat die einen Hytera. Charlie? Hat Charlie? War Charlie die mit Hytera? Vielleicht. Wir werden es sehen. Hat ein Mensch nicht eine Schrittlänge von 70 cm? Bei den Schritten bist du echt ganz schön weit gelaufen. Ja. Der kleine Leo hier in dem Spiel, der 10 Jahre alte Leo, wurde nicht vom Bällebad abgeholt und ist die ganze Zeit gegen eine Rampe gelaufen. 16 Stunden am Stück, der Arme. Hey, Stabilo. Dankeschön für 15 Monate, Stabilo. Hallo, Angel. Hey, warum ist Ninjas tot? Sollte das nicht ein KP übrig lassen? Ach, Ninja Tom war das. Ein Abo, sie zu knechten? Ja. Tut mir leid, du bist geknechtet. 5 Jahre. 5 Jahre. Ich stream seit 5 Jahren, Fjordian. Fuck. Ich sollte mal was anderes machen. Wenn ich noch 2 Jahre streame, streame ich länger, als ich jemals gearbeitet habe. Okay, du bist gefährlich. Du kleines Arcani. Ich besiege jetzt die 3 und da, oder 4. Vielleicht bin ich dann auf Level 90. Vielleicht. Und dann suche ich 10 Sonnenbonbons. Ich werde da wohl 10 Sonnenbonbons finden. Es gibt anscheinend 30 Stück im Spiel. Ich weiß, dass ich einige gefunden hatte. Aber vielleicht finde ich 10. Es gibt sogar eine Möglichkeit, Sonnenbonbons zu farmen. Mit der Fähigkeit, Mitnahme. Und wenn ein Pokémon Level 41 ist mit Mitnahme, kann es zu 10% an Sonnenbonbons finden nach jedem Kampf. Also so könnte man auch Sonnenbonbons grinden. Aber in der Zeit habe ich wahrscheinlich genug Trainer besiegt, um aufzuleveln. Weil dann bringt man am besten halt 5 Pokémon auf 41, also zum Beispiel 5 Pachirisos auf Level 41 und läuft mit denen rum einfach. Jetzt macht er bestimmt Top-Genesung. Nein?
Das ist aber auch nicht die mit Scharniere, Heitiere. Du bist Zuschauer seit Paldea? Ich bin so froh, wenn Shiny Ho-Oh da ist und ich strahlender Diamant deinstallieren und nie wieder starten muss. Willst du danach nie wieder ein Legi-Dodge suchen oder ein Ei ausbrüten? Komm, Arceus, kriegst es hin. Nicht draufgehen jetzt. Ist das ihr letztes? Wer hat denn dann Hytera? Nicht sie. Irgendjemand hat Hytera und dann kriegt man so 10.000 oder so. Ich bin seit, keine Ahnung, schon Zuschauer, bestimmt schon 3 Jahre auf jeden Fall. Hachipupu. Wäre gern früher da, aber YouTube-Algorithmus wollte es wohl nicht. Alles immer auf YouTube schieben. Danke. Xundi. Sagt ihr das bei euch? Xundi. Xundi. So, der Kampf hat jetzt schon wieder ein Level gebracht. Ich werde doch 10 Sonderbonbons finden. Die Frage ist nur, also ich habe ein Video rausgesucht, das alle 30 zeigt. Die Frage ist, ob ich mich noch erinnere, welche ich schon habe. Ich werde einfach alle abgehen. Ich hoffe, die sind nicht in irgendwelchen miesen Ecken versteckt, wo man erstmal durch 3000 Trainer vorbei muss. Aber ich habe eigentlich so gut wie alle Trainer besiegt. Moment, hat die Geist ja doch Psycho. Hat die Geist? Dann ist die so fertig. Xundi. Hallo, Anne. Oh, die Schönheitswettbewerbfrau hat nur Geister. Ist ein bisschen so wie die eine in Schwert und Schild. Die schöne Tsundere. Die dann nur hässliche Pokémon hat. Das fand ich sehr lustig, als ich das erste Mal gesehen habe. Irgendwann am Ende kämpft man dann gegen sie und sie hat nur die hässlichsten Pokémon. So ein Unratitox. Nee, Deponitox hat sie. Ich glaube, sie hat auch einen Milotic. Oder nur ihr letztes ist ein Deponitox gewesen, was dann Giga macht? Ich weiß es nicht mehr. Und dann hatte ich technische Probleme, weil meine verdammten Gamecubes einfach nicht machen, was ich will. Zum Glück habe ich das jetzt nochmal getestet. Weil ich wollte ja ein internationales Video machen, also ein englisches Video, wo ich erkläre, wie man das mit meinem System macht, mit den 4 Gamecubes steuern. Und es gab ja immer so ein paar kleine Fehler, die aber nicht so schlimm waren, fand ich. Also in Colosseum läuft es ja sehr gut. Und dann wollte ich heute mal ein bisschen Abwechslung und einfach Deoxys hunten anstatt Entei. Und hab das alles eingerichtet. Und nix ist, ey. Nix funktioniert. Der Controller, also dieses 4-Controller-Ding hier, macht einfach random Inputs. Was bei Entei nicht so schlimm ist, weil es ein 3D-Spiel ist. Und du merkst nicht, wenn der Charakter kurz einmal nur ein bisschen die nach rechts Taste gedrückt wird. Oh nein, Doppelteam, so viel Doppelteam, oh nein. Kill it, oh nein. Ich bin paralysiert, oh nein, das wird nie was jetzt. Oh mein Gott, getroffen. Und bei Entei ist es nicht so schlimm, wenn der Controller sich so ein bisschen bewegt auf einmal für eine Millisekunde. Aber bei Deoxys in Gen 3 bedeutet es einfach, dass sein Charakter einen Schritt nach rechts geht. Dann habe ich einen anderen Controller ausprobiert. Und es ist die Hölle. Du kannst nicht Deoxys... Ich kann nicht Deoxys mit meinen 4 Konsolen resetten. Ich habe extra dafür
3 japanische Gen 3 Spiele gekauft einfach. Aber der minimaler Druck einfach auf A oder B. Es kommt sogar A-Presses. Das heißt, es besteht, würde sogar die Gefahr... Warum habe ich mich nicht geheilt? Es würde sogar die Gefahr bestehen, dass ich einfach das Shiny finde und dann drückt mein Controller aus Versehen auf Flüchten. Oder auf Kampf und besiegt des Arkes. Was bei Colosseum nicht so schlimm ist. Weil da die Inputs nicht so präzise sind. Aber bei Gen 3 ist halt ein Drück, heißt halt nach rechts. Gut, dass ich das getestet habe, bevor ich dieses Blue Retro groß angepriesen hätte. Aber nervig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Deoxys machen soll. Außer halt mit einem Spiel bloß. Zum Glück habe ich irgendwie 100 Top-Genesung. Hallo Dave! Du hast 2 Shiny Seemons heute gefunden. GG. Platin und der KP-Balken, ne? Kannst ein Buch in der Zeit schreiben. Ein Shiny Dex ist schon was Feines. Ja. Warum bin ich schon wieder paralysiert? Du kämpfst gegen Gott. Ihr solltet keine Chance haben. Aber weil ich jetzt kämpfe, musste ich dem Arceus andere Attacken beibringen. Aber irgendwie habe ich ihm keine guten beigebracht. Na gut, gegen die Geistertrainerin war es gerade ziemlich geil. Oh Gott, ey. Ansonsten, ich hätte zuerst gucken sollen, was die Arena-Leiter... Ah, es passt schon, ich besiege sie sowieso. Gen 4 und die KP-Leiste. Ich glaube Platin vor allem. Ich glaube Diamant und Perl ist es gar nicht so schlimm, oder? Wobei doch, es kann ja nicht sein, dass sie es verschlimmert haben. Ja, das ist übel einfach, wie du... Ich meine, ich habe immer, wenn ich Videos gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ist das schlimm. Aber die haben immer nur extreme Beispiele gezeigt. Also so ein Level 100 Hytera mit perfekten KP-EVs und IVs, das dauert halt wirklich ewig. Aber normalerweise im Standard-Spieldurchgang bist du kaum, also es dauert nicht so lang, wenn deine Pokémon halt 200 KP haben oder sowas. Aber so ein 300 KP heilen, das dauert. Dieses Elevoltik, ich erinnere mich, war asozial schwer. Gegen Gott. Das weiß Rarot, Bidoof, Bidoof, Bidoof. Hallo JJ. Warte mal, J-Gamer hat ja schon eingelöst. J-Gamer, du bist ein Glutexo. Bist du da stolz drauf? Teenager. Ja, macht eure Spirits. Tut es. Ja, das war auch, das habe ich auch relativ, also da habe ich dann gemerkt, ich habe ja Gen 1, Gen 2 und dann habe ich ein Jahrzehnt kein Pokémon mehr gespielt, weil ich dann PlayStation und PC gespielt habe. Also das heißt, für mich war halt Gen 2, wo halt der Ladebalken auch einfach kontinuierlich runtergeht und dann habe ich auf einmal Schwert und Schild oder Let's Go gespielt, wo auf einmal, wenn Pokémon besiegt wird, macht es einfach brup. Ich so, hä? Wo ist die Spannung hin? Weil es war wirklich damals so spannend, so, und dann bleibt es bei einem KP stehen. Und heute ist es einfach brup, und du weißt sofort, was Sache ist. Level 90. Ich finde es so geil, dass der auf Level 100 noch eine Attacke lernt. Ich dachte mir, vielleicht ist das der Grund, dass man es auf Level 100 bringen muss. Damit es die Attacke im Pool hat. Welche Attacke war es nochmal? Ich glaube, nicht Abgesang. Abgesang lernt man auf 90. Und dann die letzte war eine krasse, irgendwie Schemkraft oder so. Urteilskraft, genau.
Komm, Arceus. Ah, oh, Mann. Wir haben danach immer noch einen Arenaleiter, den wir besiegen können. Und dann suche ich Sonderbonbons. Das heißt, vielleicht brauche ich nur 9 Sonderbonbons. Hallo Thorax. Tackle auf Level 100. Das wäre so lustig, wenn es das geben würde. Es wäre geil, wenn Carpador auf Level 100 irgendwie Hyperstrahl lernen würde. Aber nur Carpador auf Level 100. So, auf Level 100 hat es dann genug. So, okay, dann lerne ich halt was Gescheites. Die Attacke nimmt auch den Typen an von der jeweiligen Attacke. Urteilskraft. Hm. Ja, ich kämpfe gerade random. Ich meine, meiner kann Spukball und Drachenpuls. Ich glaube, der kann ja alle TMs lernen, die es gibt. Yukinami, hallo. Was ist dein Lieblings-Legi? Xerneas. Jetzt heil ich. Jetzt bin ich klug. Was verkauft eigentlich der Barkeeper? Sonnenbonbons. Wir haben hier einige Spirits. Wir haben Drarod mit einem Milotic. Milotic? Milotic? Milotic, los! Wir haben JJ mit einem Saltigant. Und dann habe ich hier vor mir. Oh, jetzt bin ich wieder von der anderen Seite gegangen. Shrick mit einem Radikal. Xerneas, Xerneas, Xerneas. Es kann dir nichts mehr anhaben, Happens. Daniel mit einem Dodri. Daniel mit einem Groink. Hannes mit einem Schnuthelm. Papapunga, Papapunga. Wäre cool, wenn am Pokémon Day eine Shiny Paldea Legi-Verteilung angekündigt wird. Das könnte passieren, ja. Vielleicht ein Shiny Mewtwo. Nein, ein Shiny Mew oder ein Shiny, was keiner braucht. Husky, du bist ein Elektroball. Was ist denn gut gegen Pflanze? Achso, Iros, nice. Stabilo, du bist auch ein Radikal. Was ist die Chance? 1 zu 1000. Hallo Kurilein. Hako, du bist ein... Guck mal da. Oder? Oder ist die Vorentwicklung? Guck mal da. Nee, das ist Guck mal da. Ja, ja. Weil er guckt. So, hier gehen wir durch. So, was vermute ich eher zum 30-Jährigen. Ja. Ja, es kann ja trotzdem sein, dass irgendein Film angekündigt wird für Paldea und dann das dazugehörige mystische Mon oder sowas. Ich habe gestern einen Nintendo Podcast mal wieder angeschaut. Nintendo Podcast. Und da waren wieder die ehemaligen Nintendo Mitarbeiter zu Gast. Hört euch den Podcast an, die neueste Nintendo-Podcast-Folge. Und es ist, wie ich gesagt habe, die sagen auch, Ende des Jahres gibt es die Switch 2. Im März kriegen wir Bescheid, was es ist. Und nächste Woche gibt es eine Nintendo Direct wahrscheinlich. Alles nur Gerüchte, aber meistens stimmen die Gerüchte, wenn sie so explizit sind, kurz davor. Das heißt, wir kriegen eine Nintendo Direct und eine Woche später die Pokémon Presents. Gott, dann werden die Leute wieder erwarten, dass bei der Nintendo Direct Pokémon vorgestellt wird. So, nein. Ja, ja, non-shiny, klar. Non-shiny. So, und damit haben wir alle heutigen Arenaleiter besiegt und wieder 3 Level gekriegt.
Ja, ich bin sogar Level 91. Oder? 88, 89 und wir haben sogar 4 Level gekriegt. Krass, ich krieg immer noch pro Arena-Leiter ein Level. Nice. 4 Sonnenbonbons. 9 Sonnenbonbons werde ich doch wohl jetzt finden. Was verkaufst du? Okay, danke. Nichts. Wann ist die Pokémon Presents? 27. Kurilein, du bist ein Alpollo. So, ich mache jetzt einen Guide auf von JJ, dessen Kanal aber Agron HD heißt. Und guck mir einfach an, wo die Sonnenbonbons sind. Ich nehme jetzt einfach alle. Aber wahrscheinlich habe ich viele davon schon. Oh, Problem ist, dass es jetzt auf Englisch ist. Veilstone City ist doch Schleiede, weil Veil ist der Schleier. Haha. Aber anderer JJ. Yep. Ich wette, der wird auch nur JJ geschrieben und nicht so cool wie du. Wie, ich habe dieses Sonderbonbon nicht? Und deswegen sollte ich alles abgehen. Geil. Nummer 1. Sehr gut. Dann das nächste ist auf Route 223. Boah, ich glaube, ich hab das. Aber wir gehen trotzdem hin. Route 223 mitten im Wasser. Wo ist Route 223? Hier? Hier? Oh nein. Okay. Wofür braucht man Level 100 Arceus für den Origin Dex? Weil du, schau dir mein neuestes Video an, wenn dich das sehr interessiert. Da erkläre ich das am Anfang. Mein neuestes Video über den Void Glitch. Weil wenn du Arceus dir holst in Diamant und Perle, dann kannst du es tatsächlich auf Home und Bank übertragen. Warte, was will ich? Ah, Schutz. Wenn du es auf Level 100 bringst. Ich muss doch Schutz haben, oder? Ich habe hier doch sau viel Schutz gekauft. Ja. Kann sein, dass ich hier die Trainer nicht besiegt habe, aber ich glaube schon. Prani! Dankeschön für 44 Monate Schnapszahl. Warum heißt es eigentlich Schnapszahl? Ist jetzt klar, dass ich das sage, oder? Irgendwo, ich glaube rechts. Sieht rechts aus. Ein Pokémon kann passieren, was es möchte. Vor allem, wenn sie 7 wird so gesuchtet. Ja, das kommt 2 Tage davor raus, oder? 25. ist Final Fantasy 7. Je nachdem, was am Pokémon Day verkündet wird, entscheidet sich, ob ich Zeit habe, Final Fantasy 7 zu spielen. 29. Okay, dann entscheidet sich das erst recht, was ich 2 Tage später mache. Irgendwas Neues Pokémon-artiges oder... Oder ist das vielleicht da unten? Irgendwo hier muss ein Sonnenbonbon sein. Hier ist so eine Felsformation, wo das drauf liegt. Nee, hä, wo ist das? Muss ich doch links lang irgendwo gehen? Hä, dieser Weg hier ist doch voll geradlinig. Hier gibt es doch kaum irgendwelche Abzweigungen. Was ist der Mehrwert vom Void Arceus? Über den S-Glitch kannst du doch das Machina Arceus holen. Der einzige Mehrwert ist, dass es dann eben nicht von Machina ist, sondern von dir, weil du es fängst. Du fängst es und du kannst es auch im Pokéball fangen, in jedem Ball, in dem du möchtest. Das ist halt der Unterschied. Oh, das habe ich tatsächlich noch nicht. Da drüben ist es. Wie komme ich da hin? Nice, schon das zweite Sonnenbonbon dann, das ich noch nicht habe. Ah, hier. Verdammt, wie komme ich da hin? Also von unten.
Ich meine, das Machina Arcus ist das einzige, das du tatsächlich besitzen kannst in Gen 4. Deswegen, ich verstehe, wenn du sagst, du möchtest nicht das Void Arcus, weil das ist ja wirklich... Nee, das ist nicht Sonnenbonbon. Hä, wo ist der Sonnenbonbon? Deswegen verstehe ich, wenn man sagt, erstmal ist der Void Glitch auch sehr kompliziert und dauert sehr lange. Wenn man das nicht machen will, sondern einfach nur Machina haben will, ist das ja vollkommen verständlich. Aber erstens fürs Video dachte ich mir, müssen wir alles einmal gezeigt haben und da gehört es halt dazu, dass es geht. Und irgendwie ist es auch cool, einen Arcus zu haben, was man halt nicht haben kann. Ich bin doch auf Route... Hä? Wo ist dieser Fleck? Mauslo. Dankeschön für 4 Monate. Ich bin sehr verwirrt. Aber ich bin doch auf Route 223. Ja. Und hier ist nicht mehr 223. Nein. Und hier ist auch nicht 223. Und dieser kleine Fleck über der Kaskade ist doch auch nicht 223. Und wir reden hier von Platin. Ja. Hä? Wo ist es? Also wenn ich das jetzt nicht finde, kann es sehr gut sein, dass da noch ein Sonnenbonbon liegt. Wenn es nicht offensichtlich hier irgendwo auf dem Weg ist. Hallo Skoll. Hallo Mariko. Ja, falls was kommt, werden es maximal irgendwelche Raids, maybe ein kleines Event für das letzte Mon, sonst wüsste ich nicht, was uns noch länger in Kapu hält. Ja, es kann trotzdem sein, dass irgendwas... Es kann trotzdem immer sein, auch wenn natürlich... Was ist das denn für ein Trainer? Was will der? Es kann trotzdem sein, auch wenn ich es nicht erwarte, aber es kann natürlich sein, dass Gen 1 bis 3 auf der Switch verkündet wird. Und dann, gibt's so viel, gibt's unendlich viel für mich zu tun. Ich glaub's nicht, aber es kann immer sein. Rani, hier ist dein Zettel. Dankeschön. Muss ich jetzt diese Kaskade da hoch, weil es da oben ist? Kann nicht sein, da oben ist einfach nur Schluss sofort. Da oben war doch nichts mehr. Aber es sieht so aus, als könnte ich hier vielleicht irgendwo noch durch. Oder das Video labert Quatsch. Das habe ich doch gerade gemacht, oder? Da war der Typ. Ich habe mir heute die 12 Euro Capture Card bestellt. Mal schauen, was sie taugt. Viel Erfolg. Berichte uns. Ja, hier liegt das Sonnenbonbon. Ich bin so blöd. Warum habe ich das nicht erkannt? Hier liegt Sonnenbonbon. Next. Route 211. Ach nee, da oben. Wo ist da ein unsichtbares? Oh, da ist ein unsichtbares. Okay. Das habe ich noch nicht dann. Route 211, unsichtbares Sonnenbonbon. Es müsste hier irgendwo sein. Hier. Euro Capture Card ist... Natürlich wird das keine große Qualität sein, aber zumindest kommt drauf an, also was du damit machen willst. Aber du kannst damit auf jeden Fall deine Switch dann aufzeichnen. Ich glaube, ich muss einmal auf die andere Seite durch. Das Video ist es ja schon cool, wenn du alles Mögliche zeigst, auch wenn ich selbst versuche, mein Deck so clean wie möglich zu halten. Also so wie SGF halt möchte. Aber vielleicht teste ich Just for Fun auch mal den Void Glitch. Do it. Do it.
Es hat sogar am Anfang ganz nicht Spaß gemacht, weil ich so viele Fehler gemacht habe und ich war so verzweifelt. Aber dann jetzt, wo ich es die letzten Mal immer wieder probiert habe, hat es eigentlich immer geklappt. Okay, hier... nicht. Hä? Route 211. S211, geht die 211 da noch runter? Dann ist es vielleicht... mal da... Ich kenne die Stelle. Ich sehe die Stelle vor mir. Ich weiß, wie sie aussieht. Und ich kenne die Stelle auch. Aber das war doch nicht 211. Das war doch woanders. 211. Hier ist Kraterberg. 208, 207. Okay, dann ist es vielleicht... da unten. Dann werde ich vielleicht nie wieder rausfinden. Wenn du dir da nichts, das nicht zutraust, dann müsstest du einen neuen Speicherstand anfangen. Dann hast du nichts zu verlieren. Hier unten, aber hier unten kann ich doch nirgendwo lang. Hier ist doch nichts. Oder kraxel nach oben. Aber da oben ist doch auch nur ein Item oder so. Oder ist da oben was? Ja, hier ist nix. Hä, wieso bin ich so blöd und finde diese Orte nicht? Da steht Route 211. Aber das sieht für mich aus wie die Stelle über Trostu. Nicht über Trostu, sondern über... über Erzelingen. Da, wo man im Berg rein kann. Oder vor einige Trainer stehen. Da, wo auch ein Baum ist. Zeig mir die Stelle. Gleich. Ich weiß ganz genau, dass sie hier ist. Und der Typ hat einfach wahrscheinlich die falsche Strecke hingeschrieben. Es ist da oben. Ah, hier ist nicht 211. Da steht fett 211. Wir sind hier auf Route Tipps für Trainer. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Oh nein, habe ich das schon eingesammelt? Das kann nicht sein. Ah, da. Nummer 2. Okay, noch 7. Okay, denn jetzt sagt er 210. Ich weiß, wo das ist, aber wir gucken mal, ob das wirklich 210 ist. Vielleicht spielt er ein anderes Spiel. 210 ist... ja, das stimmt. Das stimmt, da ist es, da wo so hohes Gras ist. Da wo man die Entons... oder? Also da wo man Auflockern dann auch später benutzen kann. Genau. Hier. Heyo! Nice. Mauri hat Husted Pokémon, okay. Was ist das? Jetzt muss ich in den Marsch. Mauri-kun, wie heißt das? Enttäusch uns nicht.
Namen vergessen. Eieieiei, schämst du dich wenigstens? Ich weiß natürlich den Namen, denn das ist ein sehr, sehr bekanntes Pokémon, das jeder kennen sollte. Natürlich. Oh ja, 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 ja. Octillery mit Blumenhut. Gen 8 stimmt. Cortini stimmt nicht. Cortini ist die Vorentwicklung. Ist Cortini nicht die Vor... Cortini ist doch die Vorentwicklung. Ist Cortini nicht die Vorentwicklung? Das Ariel-Pokémon. Für mich ist das das Löwenzahn-Pokémon. Es ist. Das ist die Vorentwicklung. Was? Nein, das ist... Ich dachte, der Kreis ist die Vorentwicklung. Das ist... Ich dachte immer, das wäre die Weiterentwicklung. Also aus dem Samen wird die Blume. Aber stimmt, der Löwenzahn ist zuerst da und dann wird der Puschel draus. Ihr hattet recht mit Cortini. Das Shiny ist sehr schön, ja. Das ist eine Pusteblume, genau. Aber es kann ja sein, dass die Pusteblume... Mein Gott, wie ich das hasse hier. Wo bist du? Tada! Nummer 4. Nee, das ist Gen 8. Cortini ist Gen 8. Dann Route 214. Auf dem Wasser. War ich da? War ich da? Da, wo die Nachtwächter stehen? Über dem Wasser? Okay, aber du kriegst noch was, Maurikun. Wenn du das nicht wusstest, wird's jetzt sicher einfacher. Wie nennt man das hier? Cortini und Cotomi, ach ja, die heißen ja super gleich. Irgendwie cool. Irgendwie cool. Hier ist kein Item mehr. Ich hab's schon. Dann Snowpoint City. In Snowpoint City. Wo? Oh, das ist auch versteckt. Das habe ich auch noch nicht dann. Austeros, Rihorstos, Ristos, Austonior, Rihornior, Rihornior, Aust. Ich finde, es ist einfach eine sehr krasse Mischmuschel. Wobei Auster ist es ja. Es ist einfach eine. Es ist auch ein bisschen gefährlich, wie die Auster dich anschaut mit ihrem. Mit ihrem Horn. Gefährlich, gefährlich. Snowpoint City. Auch Blitzach genannt. Rihornia wird gerade geboren, genau. Sonnenbonbon Nummer 5. Sollte hier irgendwo sein. Ganz in der Ecke. Okay, das wird einfacher als ich dachte. Es gibt noch so viele. 217. Oh Gott.
wird jetzt schwierig. Ich nehme stark an, dass ich das schon habe. Das ist mitten im Schneesturm, liegt ein Item. Das habe ich doch safe schon aufgesammelt. Na gut, wir gehen hin. Nee, wir gehen da nicht hin. Das ist Schnee. Ich hasse diesen Schnee. Next. 218. Oh, nach rechts surfen. Das habe ich... Habe ich das gemacht? 218 ist doch hier, oder? Ja. Habe ich... Bin ich nach rechts gesurft? Ich schaue gleich eure Spirits an. Ich glaube, ich bin nach rechts gesurft. Hast du Gigas auch schon geholt? Was meinst du mit Gigas? Ja, ich war hier. Okay. Dann im Chateau. Innen drin. Durch. Das habe ich safe schon. Ich habe im Chateau alles. Alles eingesammelt. Krass, auf dem Blumenfeld liegt ja voll viel rum. Sau viel Honey, den man gar nicht kaufen muss. Oh, geil. Und das Einzige, was ich brauche, liegt offen da. Das habe ich bestimmt schon eingesammelt. Hallo Scoutly. Regigigas. Klar habe ich Regigigas schon. Ich habe ja alles. Ich mache doch nur noch so optionales Zeug hier. Also ich mache nur noch Arceus. Eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, habe ich gestern leider erst gesehen. Was lustig gewesen wäre. Oh nee, das habe ich noch nicht. Krass, wie kommt man darüber? Was lustig gewesen wäre, ist Fionn ausbrüten in der... Hey, wie komme ich da hin? Fionn ausbrüten in der Zerrwelt. Muss man von der anderen Seite hin, oder? Ja. In der Zerrwelt, wenn man Fionn in der Zerrwelt ausbrütet, dann... steht da Location, da steht jetzt irgendwas anderes. Das ist ganz lustig. Aber ändert jetzt nichts groß. Ist nur interessant. Aber ich habe in beiden meinen... Aber daran hätte ich denken müssen, als ich in der Zerrwelt war. Weil ich kann nicht mehr in die Zerrwelt. Oder kann ich noch in die Zerrwelt? Nee, ne? Zerrwelt ist vorbei, sobald man Giratina besiegt hat. In der alten Villa das Shiny Gengar zu bekommen, wäre auch nice. Wie meinst du? Gibt's da nur einen Gengar und das kann shiny sein? Also alles kann shiny sein, aber gibt's da Gengar einfach so mit einer super schlechten Wahrscheinlichkeit? Dave, du bist ein Kalamaris. Lucy, du bist ein Golgantis. Habt ihr gestern das unfassbare Luck von Johnstone gesehen? Das war insane. Mariko, du bist eine Eisenhand. Johnstone hat gestern in Gen 3 ein Shiny Seeper gefunden, ja. Ich meine, ich habe in Gen 3 auch ein Shiny Wompel gefunden, random. Aber er hat ein Shiny Seeper gefunden, das ist cooler als Wompel. Aber es ist trotzdem genauso. Und wahrscheinlich natürlich. Nee, wenn man ein GBA-Spiel reinsteckt, ist in der Villa ein Gengar zu finden. Das können wir noch machen, aber ich kann es euch nicht zeigen, weil mein DS Lite ist natürlich nicht gemoddet. Hier findet man anscheinend super viel Honig, wenn man einfach rumläuft. Warum greifst du überhaupt Myrapla an, Mariko? Feuerrot braucht man. Tauchen dann wild auf zu einer geringen Wahrscheinlichkeit.
Das ist aber interessant, das ist lustig. Ja, also Gen 3, Gen 4, die haben alle krass viele so Easter Eggs. Darum geht's ja in dem Video nicht. Okay, ich glaube, wir haben jetzt 6 Stück. Wayward Cave. Das ist die... Ist das die Kaumalat Cave? Nee, noch... Doch, die Kaumalat Cave. Ich war doch in der Kaumalat Cave echt viel. Oh, ich glaube, da war ich schon. Mount Coronet. Weil ich dachte, sie überlebt einen Angriff. Aber du hättest einfach Bälle draufschmeißen können. Es ist nur ein Myrapla. Okay, ich guck gerade, wo der hingeht im Berg. Da war ich safe schon, okay. Gott, wie weit geht der für dieses eine Sonderbonbon? Oh nein, das kann ich noch nicht haben, weil es ist ein unsichtbares Item. Ich könnte mir das holen. Hier schauen wir erstmal die anderen an. Bevor ich den kompletten Berg durchlaufe. Dann Siegestraße. Siegestraße. Ah, da wo man diesen langen Wasser, dieses lange Wasserfeld entlang schwimmt, da ist auf der anderen Seite ein Sonnenbonbon. Ah, habe ich das? Uff, ich glaube, das habe ich auch nicht. Route 225. Okay, das sieht aus, als ob ich das hätte. Hinter der Survival Arena, Area. Hinter der Überlebenszone. Das habe ich noch nicht. Schon das Shiny Kaumalat abgeholt. In dem Spiel hier gibt es das nicht. Hallo Lennart. Lennart, ich habe über Nacht 4 Level bei Arceus geschafft. Von Level 83 auf Level 87. 114.000 Schritte in der Nacht. Und ja, es dauert länger, also es geht schneller, wenn man einen längeren Weg geht. Also wenn man den längeren Weg immer wieder zurück bouncen lässt, das geht schneller. 120 Schritte pro Minute gegen 60 Schritte pro Minute, also es geht doppelt so schnell. Okay, wie viel habe ich jetzt? Ich brauche 9. Wie, die sind nicht hier? Sind die hier? Hier sind die. Ich habe 7. 2 Stück noch. Route 226. Das habe ich. Safe. Dann sind wir da, wo... Oh, hier ist eins, was ich noch nicht habe. Da, wo der Sandsturm ist. In diesem Bereich hier. Da, wo man Heatran sucht. Oh. Okay, mal schauen, wie schnell ich da hinkomme. War das denn in Schwarz-Weiß? In Schwarz-Weiß gibt es Shiny Kaumalat und in Schwarz-Weiß 2 gibt es Maxax. Habe ich hier alle besiegt? Wäre untypisch für mich. Fangen wir nächste Woche mit Gen 5 an? Nö. Wir können erst mit Gen 5 anfangen, wenn ich das Gen 3, Gen 4 Video rausgebracht habe. Okay, ich habe sie nicht besiegt. Vielleicht kriege ich jetzt noch ein Level. Und dann brauche ich nur noch dieses eine.
Das wird nichts mit dem Level. Gen 3 hat aber bestimmt mehr Material als Gen 4. Das ist schwer zu sagen. Schwer zu überprüfen immer. Ich meine, du musst, also Material könnte ich nachschauen, aber es ist auch, es ist schwer zu sagen, weil es kommt halt drauf an, wie viel ich aufgenommen habe. Warum weht da, warum ist hier jetzt schon der Sandsturm? Wir gehen einfach weiter. Ich weiß nicht wohin. Darfst nicht vergessen, dass Gen 3 musste ich 5 Spiele komplett durchspielen. Nee, wer? 6, 7, 8. 8? Und hier musste ich nur 4 Spiele durchspielen. Acht. Viermal Smaragd, einmal Feuerrot, einmal Blattgrün, einmal, es gibt ja 8 Spiele, also einmal Ding, wer ist die anderen? Rubin und Saphir. Spiele. Feuerrot und Blattgrün musst du durchspielen, um einmal Inkognitos zu holen und das andere für halt Verteidigung oder Angriffsform. Genau. Ich muss Inkognito in der Gen holen. Pokémon Channel. Pokémon Channel habe ich schon durchgespielt gehabt. Einfach so. Aber ja, das müsste man auch noch durchspielen. Im Kolosseum muss man genau genommen auch durchspielen. Weil ich keine 2 Game Boy Advanced hatte. Aber ich weiß nicht was. Ich habe auf jeden Fall, ich lerne immer mehr dazu. Ich habe auf jeden Fall diesmal schon den großen Schritt getan und meine Videodateien benannt. Nach dem, was in dem Video passiert. Hatte ich davor nie. Davor musste ich immer durch die Videos durchscrubben, um zu schauen, was da passiert. Jetzt sehe ich an dem Namen des Videos, was in dem Video passiert. Es sollte weniger sein, von wegen, wie wir durchgespielt haben und so. Aber es sind definitiv mehr verschiedene Sachen. Allein, weil es diesmal was 10 Legis gibt. Dann gibt es die Arceus-Sache, dann gibt es den Void-Glitch, dann gibt es den DNS-Glitch. Es gibt halt so viele Sachen, die du erklären kannst. So viele kleine Sachen wie die 3 Legi Level 1. Mamfaxo wird ein fettes Kapitel. Granger. Es gibt so viele kleine, verzwickte Sachen. Warum stirbt mein Arceus? Hab gestern erfahren müssen, dass Heatran 2 Geschlechter haben kann. Ja. Bringt jetzt der Sandsturm in Arceus um? Beziehungsweise mein Gastrodon bringt jetzt mein Arceus um. Nein, warum greife ich mich zuerst an? Ja gut, der Surfer kommt von der Seite. Ey, jetzt doch auch danach... Versprecher. Wie habe ich mich versprochen? Unlicht ist schlecht gegen... Schlecht ist gut gegen Unlicht. Was? Unlicht ist gut gegen schlecht. Genau.
Und ich ist gut gegen schlecht. Gefroren. Das findet ihr lustig? Dann müsst ihr mehr sowas klippen. Ihr habt die Macht. Ich mach keine Clips. Wenn, also das hat jemand geklippt. Und das sehe ich dann und dann habe ich einen Clip draus gemacht. Wenn ihr irgendwas lustig findet, dann drückt einfach auf Clip. Dann kann ich mehr solche Sachen machen. Mir wäre das nie aufgefallen, dass das lustig ist, wenn nicht jemand auf Clip gedrückt hätte. Wo? Neben dem Übergang. Wo ist hier ein... Hier wahrscheinlich. Lass mich durch! Oh mein Gott! Happens war's. Ciao. Mariko war's. Okay. Streitet euch. Jetzt trainieren wir hier einen Gastrodon. Verschwendetes Potenzial. Adelheid. Wer kennt sie nicht, die Adelheid? Zweimal deiner Volltreffer. Lipomentis. Was ist los? Bist du Blumentrick? Ich kenne mich aus. Adelheid. So viel Aufwand für einen Sonnenbonbon. Surfer. Ich lieb's, wie Gastrodon einfach den Mund so offen hat. Es ist immer am Porgen. So chillst du, kleine Angsthase. So, darf ich jetzt endlich hoch zum Ausgang? Ja, hier. Okay. Aha! Okay, eins noch. Komm. Wo ist das denn? Route 230. Gott, war ich da? Das ist bestimmt hier irgendwo, genau. Hier ist 200. Hier ist 230. Okay. Ich meine, ich kann mir auch eins holen im fetten Berg. Ich weiß natürlich den Namen von dem Berg. Aber ich möchte auch, dass eure Gehirnzellen angestrengt werden. Deswegen sage ich es nicht. Aber im fetten Berg in der Mitte von der Karte. Ich sollte mich heilen. Da ganz oben. In irgendeiner winzigen Kammer ist auch ein Sonnenbonbon. Ich weiß, wie der heißt. Der Eisenberg. Der Berg Mount Coronet. Berg Zerspitze. Eisengipfel. Moment, wo bin ich? Bin ich richtig? Ja. Kraterberg, genau, sag ich doch. Gut gemacht, Tennis. Du hast meine Aufgabe bestanden. Ich kann hier auf eine Insel und da ist Sophie. Hallo Sprudelmeister. Hallo La Luna.
Der kann auf dem Wasser stehen. Octillery, Octillery. Wenn ich jetzt noch ein Level krieg, dann habe ich eins zu viel. Zerreisen-Gipfel ist auch in Ordnung. So wie die... Wie habe ich die Zerrwelt genannt? Zwickwelt. Nee. Zwiewelt. Wegen Zwielicht. Zwiewelt. Alles das Gleiche. Mein Team ist stärker. Ich glaube nicht. Es wird knapp, der Kampf. In Gen 2 hast du da irgendeine Liste benutzt, wo du gucken konntest, wo du welches Pokémon fängst? Ja. Das sogenannte Internet-Schmaddel. Das sogenannte Internet. Mit all seinem Wissen. Da ist der Sonnenbonbon. Okay. Du geh einfach auf deine Seite des Vertrauens, Schmaddel. Bulpedia, Pokewiki, Bisafans, Serebi, Pokémon.de, keine Ahnung. Googlest einfach dein Pokémon, was du willst, und dann schaust du, wo das ist. Arceus auf Level 91. Ja, ich hab doch jetzt 9, ne? Ja, ich hab 9. Neun. Einsetzen. Boom. Boom. Kann ich jetzt irgendwie zu einem Attackenverlerner, aber die Attackenverlerner wollen ja diese dummen Herzstücke. Wobei ich könnte einige Herzstücke haben, weil ich so viel... Wobei so viel habe ich gar nicht in Platin nach Fossilien geguckt. So, ich will irgendwie, dass Arceus seine Standardattacken kann und nicht meine TMs. Wo sind der überhaupt? Ich hatte gehofft, es gibt einen Google Doc oder etwas ähnliches, wo es schön übersichtlich eingetragen ist. Ja, PokeWiki ist doch super übersichtlich. Ich weiß nicht, was du übersichtlicheres willst als die Webseiten, die das alles super übersichtlich zeigen. Platin gibt es nur eine Fossilienart, oder? Nein, es gibt alle. Das ist das Problem. Es gibt von Gen 1 bis Gen 4 alle Fossilien hier. Es darf aber nur Urteilskraft haben, oder? Nee, wenn, dann hätte ich gesagt Überstrahl, Seher, Urteilskraft und Abgesang. Die letzten vier Attacken, die es haben kann. Wo ist der Typ? Attackenverlerner? Fleetburg. Ich weiß natürlich, wo Fleetburg ist. Ruhe. Ach, das war die hier. Stimmt. Und hast du viele Pokémon Arena besiegt im Spiel? Ja. Rechts neben der Brücke, das hier. Fleetburg, Weideburg ist Herzschuppen. Was meinst du, bin ich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Aber kann ich sie auch dann neu beibringen? Moment, kann man Attacken nicht mehr neu... Sind es zwei verschiedene? Das sind damals zwei verschiedene gewesen, ne? Attackenlerner? Attackenlehrer? Nee. Attackenerinnerer. So. Gott, warum müssen das zwei verschiedene Menschen sein? Der ist in Weideburg, genau. Ach ja, der ist neben dem See. Okay, das heißt, ich muss sie zuerst vergessen und hoffen, dass ich drei...
drei Schuppen habe. Wenn wir schon dieses Arc hier so schön machen, dann müssen wir es auch perfekt machen. Perfekt ist nochmal was anderes, aber wenigstens will der nichts dafür haben. Kann man im Untergrund Kopf und Schildfossil ausgraben? Ja. Und Ammonitas und Kabuto und... Was hatte Gen 3? Lilip und Anorit. Deswegen, wenn du in Gen 4 die Fossilien haben willst, dann hol die dir, bevor du das Spiel durchspielst. Nochmal, oder? Denn nachdem du den Nationaldex hast, können alle Fossilien im Untergrund erscheinen. Und somit hast du eine geringere Wahrscheinlichkeit, die zu kriegen, die du willst. Weideburg ist natürlich, Weideburg ist natürlich hier, ne, natürlich, weiß ich doch. Mal schauen, ob ich drei Herzschuppen habe. Guck zuerst. Kann sein, dass ich in den Untergrund muss und sie rausholen muss. Warte, lass kurz in den Untergrund gehen. Forscher Sack. Es ist interessant, dass der Forscher Sack auf Englisch heißt der Explorer Kid. Wenn du auch auf PokeWiki und sowas guckst, heißt er auch, nämlich nicht Forscher Sack, sondern ich glaube, weil BDSP den Namen geändert hat, deswegen ist es dann überall aktualisiert auf den neueren Namen. Hier ist der Forschersack. Aber im Internet nennen die ihn immer Nachforscher Kid oder sowas. Also wirklich 1:1 übersetzt. Schätze. Sollte nicht hier ein Herzstück drin sein? Oh Gott, so viel Quatsch. Wie hier? Ich habe kein Herzstück hier. Weil Sphären sind ja keine Herzstücke, oder? Nee. Krass, ich hab keine. Erkundungsset, genau. Erkundungsset. Mauri, du bist ein Algit. Algit? Also Sonnenbonbons geht auf jeden Fall am schnellsten, um die letzten 10 Level noch zu machen. Und am Ende wird es mit dem Pokehort dauert sehr lang. Ich meine, ich habe 4 Level gemacht in der Nacht. Der war 16 Stunden an. 16 Stunden für 4 Level. Uff. Ich habe keine einzige Herzschuppe, nachdem ich so lange nach Fossilien da unten gesucht habe, bevor ich aufgegeben habe. Okay, scheint so, als würde unser Arceus nur Urteilskraft können. Yes. So, dann ist das jetzt unser Arceus mit den 125, 1,25 Millionen XP aus dem mysteriösen Ort. Und nur Urteilskraft. Und es ist verdammt cool. Nicht? Und hat keine Ribbons. Sollen wir ihm noch ein Ribbon geben? Und jetzt können wir das übertragen auf Pokémon Home. Wo ist hier das Pokémon Center da? Stream laggt? Nur ganz kurz. Ist schon längst vorbei, oder?
1000 Frames habe ich verloren irgendwie. Da sind die drei. Und jetzt kommt das vierte im Bunde. Die vier sollte ich übertragen können. Irgendwie fehlt mir ein Mon. Bronzong. Bronzong? Ah ne, hier. Nee. Hä? Was fehlt mir? Hatte ich immer Bronzong im Team? Ich glaube, ich hatte immer Bronzong im Team. War das mein Team? Ah ne, ich habe Panferno. Ach, Panferno ist in der im Hort. Alles gut, Panferno ist im Hort. Da hole ich es noch schnell ab. Okay, Starius ging jetzt schneller als ich dachte. Arceus auf Level 100 bringen. Das heißt, das war's jetzt schon. Stream vorbei. Gibt nichts mehr zu tun. Jetzt ist Gen 4 wirklich abgeschlossen. Nein. Und dann haben wir wieder einen schönen Spielstand hier. Und Fernon an erster Stelle. Dann ist das immer noch mein schöner Platin-Speicherstand, wo ich alles gemacht habe. 84 Stunden. Soll ich noch? Bitte. Was bitte? Dann jetzt wieder Gen 4 von vorne. Dann fangen wir einfach Shiny Deoxys. Du warst am Anfang des Streams nicht da, deswegen war ich heute so zu spät, weil ich es technisch nicht hinkriege, Deoxys zu fangen. Meine Technik ist nicht gut genug, um die 4 Deoxys sicher zu fangen. Ich hoffe, dass das irgendwann möglich sein wird. Ansonsten muss ich Deoxys mit nur einer im System machen, nachdem ich extra 4 gekauft habe. Oder endlich sind die anderen Sachen... Naja, entweder wird das, was ich jetzt habe, irgendwie besser gemacht, repariert. Also entbuggt. Oder die, die geiler sind, sind endlich wieder kaufbar. Und dann kostet es mich 50 Euro pro Stück, also 200 Euro. Oder ich mache Deoxys mit nur einem System. So, aber ich könnte jetzt noch übertragen auf Bank und Home. Shiny Living Decks in Gen 4. Damit ich euch das Spiel zeigen kann, so stimmt's. So stimmt's. Warte mal. Ja, so stimmt's. Wie tausche ich die nochmal? Warte mal, wie tausche ich nochmal Pokémon? Gen 4 auf Gen 5. Achso, über wie heißt das Ding? Download Center. Deoxys, heißt das, du hast Entei? Nö. Thank you.
ein komisches Geräusch, was die hier machen. Warte, warte. Ich bin doch noch nicht mal im Spiel. Gute alte Übertragung, Nostalgie kickt. Habt ihr das früher gemacht? Ich habe bei all diesen Sachen keine Nostalgie. Für mich ist das alles nur ein Mittel zum Zweck. Mit Mario Kart? Mario Kart über DS? War das flüssig? Musste man da nicht saunah beieinander sitzen und es, dass es gescheit geht? Amanda, lass uns tauschen. Das war 6 Tagen Geburtstag? Wie? Wissen wir das? Wussten wir das? Haben wir dir gratuliert? Hast du das geheim gehalten? Marco Brian hatte einen Tag nach dir? Warte mal, was? 17.06. Ich hatte vor 6 Tagen... Achso, was? Das Datum auf dem DS? Ja, das ist aktuell das Datum. Da stand doch gerade 9.2. Ist es nicht aktuell, dann muss ich neu starten. Auf welchem DS? Ach, das, was ihr gesehen habt. Okay, das ist okay. Warum ist da das... Da stand 17.06. Hä, ich habe das Datum doch nicht verstellt. Wann habe ich denn das Datum verstellt? Naja. Wie man alles mit Touch machen muss. Man kann auch nicht mal A drücken. Man muss mit Touch Ja sagen. Oh Gott, es geht los. Inzwischen bin ich da voll gut drin. Inzwischen verstehe ich auch das Spiel. Fuck. Getroffen. Gott war das Letzte. Ich habe Gott als Letztes gefangen. Ich habe Nein gedrückt. Ich habe Nein gedrückt, weil dieser dumme Touchscreen... Dude! Ich sag's euch, wenn die Switch ein Touchscreen bekommt, die Switch 2, raste ich aus. Nochmal. Nicht nein, ich habe Ja gedrückt! Ich hasse Touch-Funktionen. Vor allem, wenn es einfach nicht gut ist. Smartphones haben ja eine gute Touch-Funktion, aber der 3DS hat keine gute. Man muss Druck anwenden. Druck, Druck, Druck. We'll be right back.
Fuck you! Ja, ihr Hüpfen hört sich an wie Meerschweinchen. Nee, ich finde der 3DS, ich meine besser als... Keine Ahnung, besser als was, aber nee, ich finde nicht, dass das gut ist. Also wenn man den Stift nimmt, ist es okay, aber wenn man mit dem Finger was macht, ist es schrecklich. Einfach growth-artig. Ich glaube, die sind schon in Box 1. Ich glaube, die sind schon in Box 1. Sie sollte in Box 1 sein. Pack's nicht, dass wir bald wissen, wie die Switch 2 aussehen wird. Ich finde das richtig spannend. Die Erwartungen sind so hoch. Das sind alle, oder? Ja. Wie wann? Tun wir das? Habt ihr keine hohen Erwartungen an die Switch 2? Ich glaube, es erst mit bald wissen, wenn offiziell die News so direkt rauskommen. Ich bin jetzt fest auf März eingestimmt. I believe. Pokémon glaube ich nix, aber bei Nintendo, da glaube ich jetzt dran. Auf irgendwas muss ich mich doch freuen. Solange meine funktioniert, werde ich keine neue kaufen. Aber Mario Kart 9 auf der Switch 2? Willst du mir wirklich sagen, dass du dir keine Switch 2 mit Mario Kart 9 holst? Also man kann direkt von der Switch aus streamen, was nie passieren wird. Warum sollte man das können? Und wenn neues Mario Kart? Okay. Das wird wahrscheinlich aber schon irgendwie passieren. Vielleicht nicht bei Release. Aber ich glaube schon sogar bei Release vielleicht. Dann lohnt es sich endlich, mir eine zweite Switch zu kaufen, mit mir selbst tauschen zu können. Hallo Majora. Du bist das. Das ist im Meisterball. Mit denen habe ich getestet, ob es überhaupt geht. Meisterball Darkrai, Meisterball Arceus. Und hier Level 100 Arceus im Pokéball. Was man gar nicht sieht, dass es im Pokéball ist, oder? Man sieht es nicht wirklich, ne. Oder Level 1 Palkia, Level 1 Dialga, Level 1 Giratina. Wunderschön, wunderschön, wunderschön! Level 100 Arceus, Level 50 Darkrai. Kann ich die eigentlich auch hier rauslöschen? Ja, freilassen. Keiner braucht den Venufliebes. Oder Pionskora, weg.
Okay, wunderschön, wunderschön. Dann jetzt auf Home. Und dann ist es wirklich fertig. Soll es denn demnächst eine Nintendo Direct geben oder worum geht es? Ja, nächste Woche soll es eine Nintendo Direct geben und im März soll die neue Switch kommen und an Weihnachten soll die neue Switch rauskommen. Das sind aber alles Gerüchte, glaubt mir nicht. Ich glaube das nur und nachdem es jetzt auch Ex-Mitarbeiter von Nintendo so glauben, glaube ich das noch mehr. Aber es muss nicht stimmen, wie immer. Eisenrad, Days, du bist Eisenrad. Ich freue mich sehr aufs Gen 4 Video. Könnt ihr aufhören, das zu sagen? Warum geht meine Switch nicht an? Hier. Umso mehr ihr sagt, dass ihr euch freut, desto schlechter werde ich das Video absichtlich machen. Und leider denkt mein Kopf so, deswegen könnte es echt passieren. Also hört auf zu sagen, dass ihr euch freut auf dieses Video. Hier, Pokémon Home, Transfer of Home, ba-ba-ba. Hallo Verox. Verox, du bist ein Trump. Ich freue mich schon weniger auf das Video. Ich hätte dich fast gebannt, aber ich will ein netter Mensch sein. Ich will aufhören, so böse zu sein. Ja. Die kommen. Wo kommen die hin? Hier. Oder tun wir die zu... Ne, die tun wir zu Carpador. Welche Reihenfolge? Dialga, Palkia, Giratina ist es, oder? So, dann haben wir jetzt hier die vier Besonderen. Hier sind die vier Besonderen. Die nichts unbedingt mit dem Origin Dex zu tun haben, aber die einfach cool sind zu haben. Ein Level 100 Carpador im Meisterball. So gefangen. Nicht aufgelevelt. Und drei komplett... jungfräuliche Dialgas, Palkia und Giratina, die frisch aus dem Ei geschlüpft sind. Hier das zweite Shaman. Und nee, dann tue ich das Arceus auch noch hier hin. Weil das ist auch optional, das zählt nicht wirklich. Das zählt schon, aber es ist halt... Es ist legit, wie man sieht, sonst wäre es nicht hier. Aber es ist halt, eigentlich sollte man es nicht haben können. Die anderen sollte man alle haben können. Und das da ist das einzige Arceus, was man tatsächlich, was so gewollt ist, dass man es haben kann. Zwar nicht mehr heutzutage, aber hey, anderes Thema. Okay, und dann sind hier alle im Pokéball gefangen, männlich, beziehungsweise hier sind alle Weibchen. Ja. Das sind all die Legis, viel zu viele. Riolu. Ich habe Glaziola und Folipurba, Togekiss. Yap, Krippuk. Drei männliche Kaumalat, yap. Und Starter, alle männlich. Alle im Pokéball. Venofliebes etc. sind auch alle im Pokéball, ja. Auch wissen die anderen, Glibunkel auch im Pokéball, die hier auch im Pokéball. Was hat so ewig gedauert? Venofliebes hat so ewig gedauert. Nee, was hat so ewig gedauert? Doch, Venofliebes hat so ewig gedauert, bis ich das gekriegt habe. Oder? Ja, das war Asso. Und wo ist Mamfaxo, der am längsten gedauert hat? Wo ist Mamfaxo? Hier. Mamfaxo. Schnüffler. Gibt es heutzutage keinen Schnüffler mehr? Oh ja, das ist es. Das ist der Origin Dex Gen 4 inklusive ein paar besonderer Mons, die lustig sind zu haben, oder? Schnüffel wurde verboten. Hallo Eva. Dankeschön für 9 Monate.
Danke, danke, hallo, hallo. Aber sind nicht lauter als du, also gut. Ja, die Sounds sollten also natürlich mitkriegbar sein. Ja, die sollten hörbar sein. Das Regigigas ist auch Level 1. Sollte. Ja, Regigigas Level 1. Wir haben hier eine Pokéfusion für Gambit. Gambit. Was hast du gemacht? 160 und 243. Schauen wir mal, was das ist. Raikugator? Das sieht sehr cool aus. Raikugator. Das könnte fast ein Paradox Raikou sein. Es sieht ein bisschen aus wie eine Maschine. Wegen dem Blau. Raigator. Raigator. Oder Imperku. Imperku, Raigator. Was ist deine Frage? Kann man, was war? Kann man das Void Mystery Zone Arceus Shiny hunten? Ja. Du kannst es aber nicht übertragen auf Form und Bank. Aber du kannst es Shiny hunten, wenn du willst. Alles aber im Video ganz genau erklärt, im heutigen Video. Mit alle Eckdaten, mit allen Eckdaten außenrum. Wie, wo, was, warum. Aber ja, kannst du Shiny hunten. Wirst es nur nicht übertragen können dann. Die Nase ist etwas seltsam. Vielleicht denkt es das auch über deine Nase. Ob Gambit das mitgekriegt hat, steht in den Sternen. Aber hier ist es, Gambit. Schau dir dein wunderschönes Raigator an. Sieht cool aus. Man kann eigentlich alles in Gen 4 Shiny hunten. Shiny Logs gab es da noch nicht wirklich. Ja. Man kann alles Shiny hunten. Die Frage ist nur, ob du solltest. Solltest du wirklich ein Arceus in der Void Shiny hunten? Du müsstest immer wieder die Schritte hoch und runter gehen bei jedem Reset und hoffen, dass du dich nie vertust. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Noch eins. Das sieht auch gut aus. Das wäre mal ein Glutexo, mit dem ich mich anfreuen könnte. Ich bin ja kein Glutexo-Fan, aber das sieht cool aus. Glumak. Glumak. Soll ich Curse? Der ist voll süß. Mit seinem Bauch. Voller Schuppen. Magtexo oder Schnecktexo. Ich glaube, wahrscheinlich ist es Magcargo. Hat Schneckmark andere Augen? Vielleicht hat Schneckmark lieber Augen. Weiß ich nicht. Aber ich glaub auch Magcargo wegen den Steinen. Glucargo. Moment, aber das hört ihr. Oder hä? Hä? Shiggy. Und? Hä? Was ist das? Calamanero? Nein. Hä? Das sieht aus wie Cthulhu. Hä? Was soll das sein? Es hat einen Ho-Oh-Schwanz? Nee, auch nicht wirklich. Hä? Was ist das? Es muss irgendwas Shiggy-Turtok-mäßiges sein. Vogel? Tauboss? Nee, dann hat er einen Schnabel. Ich könnte nachschauen, was für Nummern das ist. Calamanero? Aber. Soll ich gucken? Das erkennt man ja null.
Das ist hundertachtunddreißig siebzehn. Nix mit Calamanero. 138. 17 ist. Hä? 17? Nix mit Turtok. Ammonitas und Tauboga. Ach, 17 ist Tauboga. Ammonitas! Deswegen hat es diese Fühler und deswegen hat es diesen Panzer, weil es ein Ammonitas ist. Wer kommt denn auf die Idee? Ammonitas Tauboga. Sollte man das machen? Lapras wäre sehr traurig, wenn das da drin wäre. Hier, vielleicht kriegen wir noch ein cooles. Das ist cool. Das Ditto im Fuß. Das ist cool. Aber es ist ein bisschen dumm, sein Gesicht in den Fuß zu tun. Jedes Mal, wenn Kickli kickt, tut der Fuß weh. Es ist ein bisschen hier schwierig, finde ich, einen anderen Namen zu geben, weil es ist einfach ein Ditto. Es ist einfach ein Ditto, was sich gut verwandeln kann, aber das mit der Farbe noch nicht so drauf hat. Aber das ist lustig, dass sie ihn in den Fuß reingepackt haben. Okay, das ist der Gen 4 Origin Dex. Und dann kommt jetzt als nächstes irgendwann Gen 5. Und in Gen 5 sind ein paar Ghosts drin. Das wird am schönsten die zu ersetzen. Das Victini ist, glaube ich, schon das richtige Victini, oder? Wobei, das könnte ein. Ich glaube, Victini wurde mal auf Schwert und Schild verteilt. Aber Victini sollte nicht schwierig werden. Ich glaube, in Gen 5 sollte allgemein nichts so schwierig sein. Außer, dass es verdammt viele sind. Aber dafür gibt es keine männlich-weiblich Varianten. Nicht so viele. Aber wir können ja zählen, wie viele es wären. Weil hier waren es schon verdammt viele wegen den weiblichen Formen. Was waren es? 30 einfach direkt mehr. 30, 60, 90, 120, 150, ja, 150, 156, 172, 178, 180. 180 Pokémon. Das ist ungefähr, das ist fast genauso viel wie ein Gen 3 und Gen 4. Wegen den ganzen Varianten. Ja, aber die sollten nicht schwer sein. Hier ist, glaube ich, auch nichts schwer. Fossilien. Ich weiß gar nicht, wie man Fossilien bekommt in Gen 5. Ich habe Gen 5 noch nie den Pokédex voll gemacht. Noch nie. Ich habe Gen 5 einmal schnell durchgespielt als Challenge. Ich habe Gen 5 durchgespielt als No XP Challenge. Also ich habe Spiel durchgespielt, ohne XP zu verdienen. Das war schön schwierig, aber ich habe dadurch nicht wirklich Pokémon gefangen. Die Seso-Kids wird halt blöd, weil man die Jahreszeit ändern muss, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und Maxax kriegt man ein Shiny geschenkt in Zweier. Es kann halt sein, dass hier und da welche sind, die super selten zu finden sind, wie vielleicht ein Frigometri, wobei ich glaube, das ist relativ häufig. Dann haben wir die drei Roamer, wo ich immer noch nicht verstehe, warum Dementeros hinter den Legis ist. Warum ist Dementeros nicht dahinter? Warum, warum, warum? Dann haben wir die Ritter der Redlichkeit. Das sollte alles nicht so schwer sein. Reshiram. Keldeo, wie war das mit Keldeo? Das ist einfach eine Verteilung gewesen. Meluetta ist eine Verteilung, Genesekt ist eine Verteilung. War Keldeo eine Verteilung oder war Keldeo eine Verteilung, sodass man Keldeo fangen kann? Also fängt man Keldeo oder kriegt man das geschenkt? Weil Victini fängt man ja. Oder? Victini fängt man auf dieser Wiese. Oder Lichtung. Also gerade ohne Gen 5 gut zu kennen, sehe ich kein einziges Problem in dieser Gen.
Genau, Victini kann man selber fangen mit dem DNS-Glitch. Kaumalat und Dratini bekommt man auch in Shiny, ja. Die letzten drei waren Verteilungen. Okay, also Keldeo fängt man nicht. Hätte sein können, dass es vielleicht auch ein Item ist und fängt man das irgendwo. Aber ne, die werden einfach mit einem DNS-Glitch gemacht. Vielleicht, aber es wäre eigentlich blöd. Ich meine, ich könnte den DNS-Glitch am Anfang machen und dann direkt mit Victini, Keldeo, Meluetta und Genesect das Spiel durchspielen. Aber da es Verteilungen sind, fände ich das blöd. Warum habe ich eigentlich hier nicht das Meluetta aus Schwert und Schild? Weil ich es eh ersetzen werde, deswegen. Und vor allem so Verteilungen möchte ich nicht anfassen. Ich möchte, dass die genauso drin sind, so wie ich es jetzt auch hier bei Gen 4 habe. Dass die genauso sind, unangefasst. Und dass ich an denen nichts geändert habe. Wie bei denen hier auch. Verteilungen gehören nicht angefasst. Regigigas muss immer auf Level 1 bleiben. Muss immer ein Baby bleiben. Ein 1000 Jahre altes Baby. Oh ja, hier mal Nuffy noch. Mann, Nuffy. Alle Attacken sind nicht zugelassen. Schweifglanz, Nassmacher existiert doch noch. Aber vielleicht nicht mehr auf Manaphy. Blubber existiert nicht mehr. Gibt's Blubstrahl noch? Blubber wurde doch ersetzt mit Blubstrahl, oder? Ja, Gen 5 sehe ich kein Problem. Aber kann natürlich sein. Ach, Keldeo braucht man zweimal. Das kriegen wir hin. Oh, achso, ja, das einzig Besondere an Gen 5, also sind halt die Jahreszeiten und die Tiergeister. Aber die Tiergeister sollte kein Problem sein. Die werde ich machen mit Traumradar. Werden halt dann im Traumball sein. Aber ich finde es cooler, dass sie im Traumball sind, als dass ich die nicht in Traumradar hole. Ich finde es cool, die in Traumradar zu holen und dann sind sie halt im Traumball. Traumball ist halt super was Besonderes, deswegen ist das irgendwie auch cool, finde ich. Ich glaube, das stört mich nicht, dass die im Traumball sein werden. Und die werden halt dann nicht im Traumball sein. Victini gab es per Event und kann man mit einem Ticket, was es damals gab, auch selber fangen. Ja, genau. Da kommt man auf so eine Lichtung dann. Kann man Meluettas Gesangsform auf Home machen? Nein, weil die sich nur im Kampf verändert. Sachen, die sich nur im Kampf verändern, sind keine Form. Muss man die Games mehrmals spielen, um die Tiergeister vorne im Pokéball zu bekommen? Müsstest du, ja, aber ich werde Traumradar spielen. Und in Traumradar, wenn du Traumradar, ich weiß nicht, was man alles in Traumradar machen muss, aber wenn man es dann, keine Ahnung, durch hat, kann man diese drei hier fangen als Geisterform, als Tiergeistform. Die sind dann aber im Traumball. Aber Traumradar war das erste Mal, dass die Tiergeistform vorkam und das ist die allererste Regel bei mir. Fange die Pokémon dort, wo sie das allererste Mal vorkam. Und deswegen muss ich die drei in Traumradar fangen. Aber dafür sind sie dann im Traumball. Kann man das Victini auf der Lichtung dann auch Shiny hunten? Nein. Gen 5 hatte das erste Mal Shiny Locks. Alle Legis sind geshiny locked. Kyurem ist nicht Shiny locked, aber das war ein Fehler von denen. Kyurem sollte Shiny locked sein. Haben sie nur vergessen. Und alles, was besonders ist, kannst du auch nicht Shiny hunten. Also besonders im Sinne von die Events. Also Kyurem geht, aber Reshiram, Zekrom, Keldeo, Meluetta und Genesect sind Shiny Locked in Gen 5. Alle anderen könntest du Shiny hunten. Wann Giratina Shiny Resets? Zuerst muss Entei kommen. Freiheitsgarten nennt sich das, wo Victini ist, genau. Blubber und Blubstrahl haben immer parallel existiert, aber Blubber gibt's nicht mehr. Blubstrahl, glaube ich, gibt's noch. Gott, so viel aus Go. Diese ganzen Sesu-Kitze aus Go. Und dann Gen 6 wird auch nicht viel besonders sein, außer Floetz vielleicht. Und Quaffaff wegen den Formen, aber das ist nur möglich mit Pokémon Go.
Und der Rest ist relativ normal. Ist Rokara irgendwie besonders zu fangen in dem Spiel? Und ich weiß gar nicht, wie man sie guardet. Man kriegt. Also die habe ich alle. Diancie, Hooper und Volcanion. Die brauche ich nicht mehr. Die habe ich. Kann man auch nicht mehr holen. Hat mal Pech gehabt. Aber sie guardet, weiß ich gar nicht, wie man das in Gen 6 holt. Weil davon brauche ich 4. Null Bock. Muss ich wirklich Gen 6 viermal durchspielen für 4 Sigards? Gar keine Lust. In der Story. Aber kriege ich in der Story. Aber in der Story kriege ich doch nur das normale Sigard, oder? Ich brauche das. Ich brauche aber auch das Sigard mit Aura-Umkehr. Gen 6 hat sehr wenig neue. Gen 7 hat noch weniger neue. Wie kann man Genesect bekommen? DNS-Glitch. Für Reshiram und Zekrom gibt es einen Trick, damit man sie shiny handeln kann. Wirklich? Also dass Victini locked ist, muss keiner nachschauen. Das ist das gelockte Pokémon. Es gibt kein Pokémon, das so berüchtigt ist, dass es shiny locked ist wie Victini. Weil Victini war das allererste, das geshiny locked wurde und bis heute immer noch ist und wahrscheinlich immer bleiben wird. Ich glaube, das Aura-Umkehr-Sigard war eine Verteilung, oder? Das wäre blöd. Dann wüsste ich nicht, wie ich das kriege. Ash Quajutsu habe ich, brauche ich nicht mehr. Aber ja, die Quaffwaffs sind halt nervig. Im Moment habe ich so gut wie alle Quaffwaffs richtig. Warte mal, das ist richtig. Leo, Quaffwaff, Pokéball. Ah, das ist leider nicht richtig. Das ist ein weibliches Quaffwaff. Männliches Quaffwaff, Leo. Das ist, glaube ich, das französische Quaffwaff. Valentinstag-Quaffwaff ist das, oder? Ja, das habe ich. Das hier habe ich noch nicht. Das ist das ägyptische Quaffwaff. Oder nee, das ist das Ägypt. Nee, das ist das Kabuki. Das ist das japanische Quaffwaff. Das habe ich mir geholt, als ich in Japan war. Und irgendein anderes war auch japanisch. Und ich glaube, es war das Sterne-Quaffwaff hier. Und da bin ich so, weißt du, ich war in Japan, hatte die Möglichkeit und dann stehe ich in Japan und ich habe kein männliches Quaffwaff mehr. Und dann musste ich ein weibliches die Sternform geben. Ah! Ah, und ich habe in den ganzen 2 Wochen, wo ich in Japan war, kein Quaffwaff gefunden. Warum auch? Quaffwaff findet man so gut wie nie. Und das hier ist das ägyptische Quaffwaff. Das ist das Schwerste von allen. Ja, und dann die Pumpkins wären ein bisschen nervig, aber das geht. Die Flabébés sind natürlich nervig mit ihrer weißen Form und so. Aber ja, Sigard ist noch ein, weiß ich noch nicht so ganz. Muss ich es viermal durchspielen? Ich glaube nämlich, die Aura-Umkehr-Fähigkeitsform, die findet man nicht im Spiel. Die wurde verteilt, glaube ich. Oder man kriegt ein Sigard, was verschiedene Fähigkeiten hat. Aura-Umkehr lief doch über Usum. Ah, das kann sein, dass man das dann in Usum kriegt. Dann wäre das so wie bei Inkognito, dass ich das dann quasi nachreiche. Gibt sich 4 Kürbisformen? Ja. Die alternativen Formen und die normale Form. Bekommt das Quaffwaff dann die OT von Go? Ja, siehst du ja hier. Ich habe mich in Go halt auch Leo genannt. Beziehungsweise, also die OT, also wenn du ein Pokémon von Go auf Home überträgst, bekommt das Pokémon die OT von Home. Aber, also wie in deinem Handy du dein Home genannt hast. Wenn auf deinem Handy Pokémon Go startest, kannst du ja deinen Namen auswählen. Du kannst ihn aber auch immer ändern. Deswegen hab ich ein paar, die Leos Mind heißen. Da, das hier ist Leos Mind. Da habe ich noch nicht gecheckt, weil ich habe mich überall Leos Mind genannt halt. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum ich Leos Mind heiße.
Dachte ich, ah, wegen Pokémon Go. Aber dann habe ich gecheckt, Moment mal, in Pokémon Go heiße ich, doch, in Pokémon Go heiße ich Liosmine. Dann habe ich gecheckt, dass das, weil dann habe ich nämlich Pokémon von Rosa gekriegt. Und dann habe ich die Rosa Pokémon übertragen auf Pokémon Home und hießen dann auch Liosmine. Hä? Dann habe ich gecheckt, ah, wenn man ein Pokémon von Pokémon Go auf Home überträgt, bekommt das Pokémon die OT von Pokémon Home, was auch kompletter Quatsch ist. Aber so ist das. Ja, das heißt, hier hat jemand sein, also hier hat jemand in Ägypten sein oder in Spanien, Europa, hat jemand sein Pokémon Home Exyonneo 7 genannt. Aber den Namen kannst du jederzeit ändern in der Pokémon Home App auf dem Handy. Aber ja, das wird, geht halt nicht anders mit Quaffaff. Wie ändert man den Pokémon Home Namen? Das schaffst du. Start die App und guck ein bisschen rum. Wahrscheinlich da, wo du dein Profil bearbeitest. Was hat bei dir mehr Prio? Willst du die Pokémon eher selber fangen oder nimmst du eher die Verteilungen? Natürlich selber fangen. Aber Verteilung kannst du so gut wie nie selber fangen. Ich werde niemals einen Hooper haben, dass man selber fangen kann. Deswegen wird da die OT Harry sein. Aber genau deswegen habe ich mir jetzt einen Arceus selber gefangen. Weil es einfach möglich ist. Dieses Arceus ist möglich. Man sieht, ich habe ein Arceus mit Leo und dem Pokéball gefangen. Das ist halt eigentlich unmöglich. Aber weil es unmöglich ist, habe ich halt noch das Verteilungs-Arceus. Aber wenn es möglich ist, muss ich es probieren. Aber all die Verteilungen ab Gen 6 sind unmöglich. Selber zu haben. Aber wenn mal ein Mauzi verteilt wurde, dann lieber selber fangen? Ja. Und dann, ich glaube, nach Gen 6 höre ich auf. Gen 6 wird der Knackpunkt sein, die Vivillons. Das wird asozial schwer. Aber was heißt asozial schwer? Es wird einfach unglaublich viel Geld kosten, die alle zu kriegen. Und Gen 7 ist nichts mehr, was interessant ist. Nichts. Auch die wenigsten Pokémon von allen. Eins, zwei, drei, fertig. Ein paar Methenos noch. Alolas. Und Gen 8 ist auch nichts interessant, außer die Pokusans. Und das tut weh, dass ich die noch alle machen muss. Es ist geil, wie viele hier einfach Gigas sind, weil wir die Gigas gefangen haben. Als das Giga-Event war, haben wir einfach alle Gigas die ganze Zeit gefangen. Deswegen habe ich so viele Giga-Pokusans. Komplett unnötig. Giga-Dynamax muss ich dann auch alle nochmal neu machen. Das war noch die Frage, wie ich Giga-Dynamax angehe. Weil das erste Mal, dass es Gigas gab, war in Gen 8. Das heißt, ich brauche einen Gen 8 Glurak. Was geht, indem man das Spiel durchspielt. Aber wie kriegt man Turtok? War nicht Giga Turtok? Ich meine, hier ist schon Pokéball, aber es ist weiblich. Verdammt. Wie war nochmal Giga Turtok in Schwert und Schild? Ich glaube, das waren bloß Events. Weiß gar nicht. Ich meine, zur Not kann ich sie brüten. Im DLC kannst du da einen Starter auswählen. Ja, aber das war doch Gen 7 Starter. Im ersten DLC? War das nicht ein Gen 7 Starter? Du bekommst ein Shiggy geschenkt. Okay. Und dieser Samen? Gab es da nicht einen Raid denn, wo man Turtok und Bisaflor bekommen konnte? Genau. Aber so oder so, also selbst wenn die nur in Dens sind, die es nicht mehr gibt. Aber ich glaube, sie gibt's noch. Wenn man Glück hat, kann man immer noch welche finden. Aber selbst wenn nicht, könnte ich sie brüten einfach. In die Suppe geben. Aber es wäre eigentlich cooler, sie direkt als Giga zu fangen. Das könnte ich hier als Challenge sehen, dass ich die alle als Giga fangen muss. Wenn es alle gibt in Dens. Was ich ein bisschen bezweifle, dass es alle gibt in Dens. Melmetal definitiv nicht. Das hat die OT Home. Auch interessant.
Das einzige Mailmetall bisher, das jemals verteilt wurde. In Giga. Das musste ich schmerzhaft selber rausfinden, als ich versucht habe, meinem Mailmetall eine Suppe zu geben. Du musst wählen zwischen Bisasam und Shigi. Ja. Aber die sind, glaube ich, nicht besonders. Wenn die irgendwie besonders wären, dann würde ich sagen, okay, ich muss mir das holen. Aber wenn die nicht besonders sind, würde ich sie, glaube ich, einfach brüten. Das Schwierige ist daran, dass man sie als Giga kriegt. Gott. Oh, Shifu. Wulauso muss man so oft kriegen dafür. Oh nein. Und dann Legends Arceus ist ein Witz. Spielt mal einfach schnell durch. Holt sich all die hier. Und Gen 9 habe ich den Origin Dex. Das ist alles schon korrekt hier in Gen 9. Alles. Alles Pokéball und Leo. Selbst die letzten hier. Selbst Ogapon. Selbst alles. Selbst Winde, Woge und Eisenblatt. Alle im Pokéball. Gen 9. Let's go. Rosaluna. Vermiebs. Und dann war's das. Also bald fertig. Einfach. Daher sind die Gigas. Bis 27. Februar 2022. Schade, das ist vorbei, ne? Oh, ich finde die alle drei schon cool. Die drei Starter als Giga. Gigas sind allgemein geil. Ich weiß nicht, was die Leute gegen Gigas hatten. Ich finde, die sehen verdammt cool aus. Einfach die Pilze zusammen, ja. Es wäre halt cool, wenn die Raids noch da wären, mit den Gigas drin, dann wäre es halt cool, die direkt als Giga zu fangen, weil das würde wahrscheinlich schneller gehen, als die dummen Pilze zu machen. Ich habe schon jedes Pokémon mit einem Pilz versehen und ich weiß, wie unfassbar lange das dauert. Es dauert schmerzhaft lang, diese Dynapilze zu holen. Schrecklich. Aber ich werde das alles wahrscheinlich nochmal machen müssen. Irgendwann mal. Du hast deinem Discord zweimal Boost gegeben. Dankeschön. Du hast keine Ahnung, was das bringt. Ich auch nichts, denn es bringt meiner Meinung nach rein gar nichts. Deswegen habe ich auch kein Nitro. Warum habt ihr, so viele Leute haben Nitro. Warum? Was bringt euch Nitro auf Discord? Also, Dankeschön. Aber ich habe nie verstanden, warum Leute sich Nitro gönnen. Ist doch wieder ein Abo mehr, was noch nicht mal günstig ist. Ist noch nicht mal günstig. Die Giga-Raids gibt's noch, nur die Starter sind im DLC. Aber dann kann ich die ja machen. Die wollen die animierten Emotes nutzen. Was eine Frechheit ist, dass das hinter einer Paywall ist. Emotes überall benutzen. Okay. Danke, Mariko, für den Boost. Zweimal Boost. Sind wir jetzt krasses Level? Wo sehe ich das? Server Boost Status. Level 2. Wir können einen Server Banner haben. Wow. Megabyte Upload Limit für alle Mitglieder. Ihr ladet mir ja keine Pokémon Pornos da hoch. Benutzer definierte Rollen Icons. Nice. Hab jetzt auch geboostet. Dankeschön. Aber ich bin immer ganz ehrlich, verschwendet euren Boost nicht für meinen Server. Ich kann nichts damit anfangen.
Es gibt bestimmt Server, die damit voll viel anfangen können, weil sie mit ihrem Discord voll viele krasse Sachen machen. Aber mein Discord ist nix. Ich mach da nix. Wir machen da nix. Aber wenn ihr wollt, gerne, gerne. Danke, danke. Aber ich meine nur. Ihr könnt ihn vielleicht benutzen für jemanden, der tatsächlich einen Discord führt, der das braucht. Der irgendwie 50 Emote-Slots braucht. Oder Sticker, wie man sie nennt, auf Discord. Ich lade jetzt Schlappos da für euch hoch. Das ist ja okay. Das ist ja anerkannter Porno. Okay, Party People. Das war's heute schon wieder. Ich weiß, kurze Streams. Ehrlich gesagt, kurze Streams, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Leo weiß, wie er Leute auf seinen Discord zieht. Ratet mal, wie viele Leute auf unserem Pokémon-Discord sind. Rosa kommt am Sonntag wieder. Ratet mal, wie viele Leute auf unserem Pokémon-Discord sind. Hint, auf meinem anderen Discord von meinem YouTube-Kanal, wo ich 40.000 Abonnenten habe, habe ich 8.000 Mitglieder. Wie viele Mitglieder habe ich auf dem Pokémon-Discord? 500? I wish. 1.000? I wish. 10k plus. Wie kommst du auf diese krasse Zahl? Oh, stimmt nicht. Auf dem anderen Kanal habe ich, auf dem anderen Server habe ich 1700. Das war die Zahl. 1700. Auf dem Pokémon-Kanal Discord haben wir einfach 1900 Mitglieder. Fast 2000 Mitglieder. Wo kommen die alle her? Und wo sind die, wenn ich live bin? Wo seid ihr? Wo seid ihr 2000 Leute? Ping. Ping 2000 Leute. Wo seid ihr? Discord. Aber warte mal, hier ist ein cooler OnlyFans-Link. Ich glaube, ich muss den klicken. gg.gg. Was gibt's auf dem anderen? Nischt. Der ist tot. Who knows, wie viele Inaktive das sind? Ich meine, ich bin ja auch auf 50 Discord-Servern und ich betrete keinen einzigen. Und alle werden mit Rechtsklick weggemacht. Ich habe nur meinen Discord, auf dem ich gucke, sonst nix. Du hast die Kapazität erreicht, das geht. Autsch. Für was war der mal da? Es finde ich ja geil, dass Leute, die hier sind oder die ich inzwischen kenne und sowas, die mich kennen, gar nicht wissen, wofür ich eigentlich bekannt war. Und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass ich das, den alten Kanal hinter mich gelassen habe und dass Leute inzwischen mich hauptsächlich nur noch kennen von Pokémon. Streaming-Stuff, genau. Ich habe Tutorials gemacht für Stream. Du warst mal bekannt. Ich war mal für ein paar Monate bekannt, ja. Oh, das ist alles vorbei. Ich habe den Druck nicht ausgehalten. Tatsächlich, meine ich sogar ernst. Ich mochte das nicht. Zu viele Leute, zu hoher Druck, zu viel Verantwortung. Nee. Wo stehe ich auf der Liste? Gott, stimmt. Das habe ich schon alles verdrängt. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Stream anzufangen? Das wollte ich mal als Patreon-Folge hochladen, die Geschichte. Aber ich habe sie schon ganz oft erzählt. Aber kurz gesagt, Rosa kam eines Tages von der Arbeit zurück und hat gesagt, hey, Twitch war heute bei uns und haben vorgestellt, wie man auf Twitch Werbung schalten kann. Twitch ist eigentlich voll cool, oder? Und ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Twitch ist cool.
Und eine Woche später habe ich meinen Job gekündigt und angefangen zu streamen. Und das ist original so passiert. Also wirklich. Hast du den nicht sogar auf Patreon? So wie ich es gerade erzählt habe, glaube ich, habe ich es auf Patreon hochgeladen. Aber ich könnte ja noch viel krasser ins Detail gehen. Beziehungsweise, nee, stimmt, wie ich, das habe ich hochgeladen. Aber was ich meine, was ich hochladen wollen würde, ist die Geschichte von meinem ersten Jahr zum Beispiel streamen, was ich da gemacht habe und so. Cinderella-Story also. Du schreibst gerade die Kündigung. Gut, schreib drauf, Leo hat gesagt. Leo hat gesagt, es geht. Ich erinnere mich noch an alles, auch an Gannon mit einem Stock. Es gibt hier Leute, die erinnern sich aber noch weiter zurück, wie zum Beispiel Fjordian, der heute 60 Subs hier gelassen hat, also 60 Monate. Der war tatsächlich da seit dem ersten Monat, in dem ich angefangen habe zu streamen. In dem Moment, wo ich fähig war, Subs zu bekommen, war Fjordan hier und hat seitdem keinen einzigen Monat verpasst. Weswegen er einfach seit 5 Jahren Sub ist. Der hat alles. Abyss Watcher war ja auch viel später. Am Anfang habe ich Ocarina of Time Randomizer gemacht und Monster Hunter. Mein erster Erfolg, wo ich so dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich's. Jetzt beginnt die Kohle rein zu plätschern, war, als ich Monster Hunter für 50 Leute gespielt habe. Das war krass. Und da war die Jenny dabei. Da war die Jenny dabei, genau. Da haben wir zusammen im Whirlpool gechillt, die Jenny und ich. Da dachte ich, oh Mann, ich werde jetzt Monster Hunter Streamer. Dann habe ich festgestellt, dass Monster Hunter ziemlich kacke ist. Nein, das ist schon cool, aber es war nichts für mich. Ich kenne dich von Wiz. Leo hat mich recruited. Du hast dich selbst recruited. Du bist nicht mehr gegangen. Also habe ich dich zum Inventar gemacht. Wiz ist God of Mario Kart. Happens ist besser. Hast du es jemals bereut, sei ehrlich? Natürlich nicht. Niemals. Aber es ist krass, dass nach 4 Jahren oder 5 Jahren wir uns jetzt bald das erste Mal sehen werden. Anfassen werden. Eigentlich muss ich ein Geschenk mitbringen. Was willst du? Was würde dich freuen zu bekommen? Was hätte. Ach, die GameCube, ja stimmt. Du musst mich wirklich kurz davor noch dran erinnern. Okay, GameCube ist Geschenk genug. Eine gemoddete GameCube ist Geschenk genug. Ich wurde hier mal reingespült, als er noch Kanal-Reviews gemacht hat, von Etty wahrscheinlich. Das war nicht meins. Dann irgendwann hauptsächlich Pokémon, dann war ich da. Mauri, was machst du jetzt eigentlich? Jetzt, wo Etty nicht mehr streamt. Was machst du jetzt? Bist du jetzt noch mehr hier? Die arme Etty. Was heißt die arme Etty? Das meine ich nicht so. Aber die Etty hat aufgehört zu streamen, was arm ist, was traurig ist. Nicht arm, traurig. Aber ich habe Hunger. Ich muss mir jetzt was zu essen machen. Ich glaube, ich gehe raus. Ich glaube, was ich jetzt mache, ist, ich gehe raus, hol mir einen Kaffee. Letztes Mal habe ich mir einen Kaffee geholt. Die mussten für mich die Maschine anmachen, weil keiner mehr abends einen Kaffee trinkt.
Aber ich glaube, ich mache das jetzt wieder. Hol mir was zu essen, setz mich hier hin und fang an, das Gen 4-Skript zu schreiben. Denn jetzt muss es langsam losgehen. Wir müssen anfangen, Gen 4 zu manifestieren. Das musst du noch verkraften. Ich esse gerade Rosas Zucchini. Kochst du das Zeug noch? Cool. Und Geschenke in Pogo mir schicken. Wofür braucht ihr Geschenke in Pogo? Schläfst du eigentlich noch mit deinen Pokémon? Ich gehe nicht raus, ich brauche Items. Du musst doch zur Arbeit. Achso, du hast 5 Meter Arbeitsweg. Geh raus. Hab keinen Tag verpasst, hab erst Shiny Glurak entwickelt, das habe ich gesehen. Ich kam ursprünglich für den Zelda-Content. Und ich habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen, dass ich für dich keinen Zelda-Content mache. Ich kenne dich seit dem RL mit Fabi. Ernsthaft? Was so random? Warum? Ernsthaft? Ich dachte viel später mit Pokémon erst Stabilo. Warum kennst du mich seitdem? Warum? Okay. Lustig. Jetzt sehe ich dich ganz anders. Mittlerweile sind es 30 Shinies. Ich frage mich, ob ich der Account mit den meisten bin. Bestimmt nicht. Zahlst du dafür regelmäßig? Denn es gibt bestimmt so ein paar Whales, die für Pokémon Sleep so richtig zahlen. Du kriegst sonst meine tägliche Dosis Gemeinheit her. Genau. Beim Thais wird man auf Wolke 7 hochgehoben und alles ist schön. Und dann kommst du zu mir, damit ich dich wieder auf den Boden der Tatsachen bringe, dass alles Kacke ist und dass jeder ein Arschloch ist. Wir sind das Yin und Yang. Wir sind das Yin und Yang. Thais und ich sind das Yin und Yang. Wunderschön. Ich wurde von ihm rübergespült, hab dir seitdem gefolgt, aber erst seit Pokémon zugeguckt, weil ich Streaming-Zeugs uninteressant fand. Aber dem Fabi zugucken, wie er Rosin guckt. Wie heißt er? Rosin? Rosins Küche, oder? Rosin? Rosin. Rosin? Rosins Küche. Naja, Fabi hat auch die Meta mit Rosin angefangen, weiß ich gar nicht. Aber natürlich, der hat das vor 2 Jahren, hat er doch nichts anderes geguckt, glaube ich. Ich bin die Arbeitswoche. Okay. Ich bin heute erst um 12 aufgestanden. Schon um 12 aufgestanden. Tschüss, vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Ich will die ganze Zeit Majora's Mask spielen, aber ich habe jetzt die ganze Zeit Ocarina of Time gespielt. Ich will das Wochenende über das Gen 4-Skript schreiben. Aber vielleicht vermisse ich euch so sehr, ich bezweifle es, dass ich am Wochenende online komme. Lüge. Sehr gut. Sehr gut. So muss das sein. Tschüss.